Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Versuch macht klug. Denn wir machen heute Käsespätzle. Und Käsespätzle ist für mich ja eigentlich so ein klassisches Gericht, was ich entweder in der Pfanne mache oder halt eben überbacke. Im Thermomix habe ich es noch nie gemacht. Angeblich geht das aber. In unserem Wunderkesselforum gibt es da einige Rezepte zu. Wir machen heute nicht nur die Käsespätzle, sondern auch eine Pilz-Sahnesoße dazu. Also noch ein bisschen was Pfiffigeres mit dabei. Wie das funktioniert, das erzähle ich euch jetzt. Als erstes brauchen wir 240 Gramm würzigen Käse. In dem Fall habe ich Schweizer Käse genommen oder ist es französischer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt er Gruyère. Und einen guten Esslöffel Röstzwiebeln. Das ist wirklich ein guter Esslöffel Röstzwiebeln, denn ich bin der Meinung, Röstzwiebeln kann man nie genug haben. Das Ganze wird jetzt 5 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinert. Und wir füllen das Ganze wieder um in eine Schüssel, denn jetzt wird gleich der Varoma mit den Spätzle vorbereitet. Und zwar schichten wir jetzt nach und nach die Spätzle mit dieser Käsemasse. Als Spätzle habe ich hier so Tiefkühlspätzle, nein, nicht Tiefkühl, Kühltruhenspätzle, also gekühlte Spätzle aus der Kühltheke geholt. Und wie gesagt, die machen wir jetzt hier in den Varoma. Dann etwas von dem Käse obendrauf. Also wie gesagt, dass das immer nach und nach dann ist. Ja, das geht aber schlecht mit dem Löffel. Dann machen wir mit den Händen. Sie sind ja sauber. Mache ich daheim auch. So. So, das ist jetzt ordentlich so weit wie möglich geschichtet. In den Einlegeboden kommen jetzt noch 200 Gramm Champignons, die ich bereits in Scheiben geschnitten habe. Und das Ganze dampfgaren wir jetzt in unserem Thermomix. Oh, hier ist noch ein bisschen Käse dran. In den Thermomix, den spüle ich kurz aus, mache ich 500 Milliliter Wasser. Und damit das Ganze auch ein bisschen Geschmack bekommt, machen wir noch einen großen Esslöffel Gemüsebrühpulver in den halben Liter Wasser. Setzen den Deckel auf, setzen den Varoma mit Einlegeboden auf. Das Ganze wird abgedeckt und 20 Minuten Stufe 1 Varoma gedämpft. So, unsere Spätzle sind durch, die Pilze auch. Ich muss da jetzt doch mal hier den Topf mir anschauen, wie das geworden ist. Oh, das sieht gut aus. Ich stelle das jetzt auf ein Tellerchen, denn wir müssen das Ganze jetzt warm stellen. Wir müssen uns nämlich noch um unsere Soße kümmern. Und ich mache das immer so, ich stelle das dann einfach so in den Backofen. Ja, der ist aus, aber das hält eigentlich ganz gut die Wärme, der einigermaßen isoliert ist und die Soße braucht ja jetzt auch nicht irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde, um fertig zu werden. So, wo lege ich denn das jetzt hin, damit es nicht alles versaut? Na, machen wir eh nachher sauber. Die Garflüssigkeit, die fangen wir auf zum großen Teil. Wir brauchen dann nachher 100 Milliliter von. Ich gieße das jetzt einfach mal hier in so eine Tasse und den Rest gieße ich weg. Das ist jetzt natürlich mehr als 100 Milliliter. Topf wieder einsetzen und dann eine Zwiebel mit den üblichen 5, also 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. So, dann ein Esslöffelchen Öl dazu. Vorher das Ganze hier nochmal mit dem Spatel nach unten schieben, ganz klar. Esslöffel Öl mache ich nach Augenmaß. Und dann 3 Minuten auf Stufe 1 in der Varoma-Stufe andünsten. So, und weiter geht's mit unserer Soße. Wir brauchen 100 Gramm Garflüssigkeit, das habe ich schon gesagt. Dann 80 Gramm Sahne, 100 Milliliter Milch. Dann haben wir noch eine Handvoll Petersilie. Es sind immer Rezeptangaben. Eine Handvoll Petersilie. Meine Hände, die meiner Frau, die meiner Tochter. Man weiß es nicht. Ich nehme meine. So, ein bisschen Pfeffer.
und einen Esslöffel unserer beliebten Zutat Röstzwiebeln. Dann nehme ich einen guten Esslöffel, denn ich wiederhole mich nur ungern, Röstzwiebeln kann man nie genug haben. Ha! Ein Esslöffel Speisenstärke. Wer auch immer den hier schon reingefüllt hat, was überdimensioniert für einen Esslöffel, aber gut. 3 bis 4 Minuten wird das Ganze jetzt bei 100 Grad auf Stufe 3 erhitzt. In die Soße werden wir jetzt noch unsere Champignons einrühren, unterheben. Das machen wir dann natürlich mit dem Spatel. Rühren wir das so ein bisschen ein. Das kann man natürlich auch in einer Schüssel machen, aber warum soll ich jetzt noch eine Schüssel dreckig machen? Das ist ja ein One-Pot-Gericht. Da brauchen wir nur einen Topf für. Und das Ganze wird dann gemeinsam mit den Spätzle serviert. Und das bereite ich jetzt für euch vor. So, und das riecht auch schon mal sehr gut. Sieht auch gut aus. Der Käse ist schön zerlaufen. Eigentlich auch nicht viel anders als im Backofen. Klar, da ist er dann überbacken, aber das schmeckt mega gut. Ihr könnt das Ganze noch der Optik halber etwas mit Petersilie bestreuen natürlich oder mit Röstzwiebeln. Ich sag's nur sehr ungern nochmal, aber ich finde Röstzwiebeln kann man nie genug haben. Das habe ich ganz vergessen. Noch so ein bisschen Petersilchen drauf, ne? Dann sieht das schöner aus. Also die Spätzle schmecken schon mal sehr gut, die sind auch durch, obwohl die ja jetzt ja doch relativ lange da gedämpft wurden. Aber schmeckt sehr, sehr lecker. Und jetzt kommen wir mal zu dieser Pilzsoße. Und auch die passt perfekt dazu. Das harmoniert total gut miteinander. Wirklich, kann ich absolut empfehlen. Sehr, sehr einfach, habt ihr ja gesehen. Nicht viel Arbeit, jede Menge Röstzwiebeln. Perfektes Gericht, muss ich sagen. Mir schmeckt's. Ich hoffe euch auch. Wenn ihr es nachkocht, schreibt es gerne mal runter in die Kommentare, ob es euch auch so gut geschmeckt hat, wie mir das gleich richtig schmecken wird, wenn ich das jetzt hinten in unserem Redaktionsraum verspeisen werde. Falls ihr Ideen habt für Rezepte, hey, dann schreibt die auch einfach in die Kommentare. Wir gucken, was wir hier für euch kochen. Jede Woche gibt es eine neue Folge und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt tun. Einfach hier unten abonnieren klicken und ihr bekommt Nachricht, wenn wir wieder ein cooles Rezept haben aus dem Thermomix. Denkt dran, was ich hier kann, könnt ihr zu Hause garantiert auch. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.